Im zweiten Teil der Matter Challenge setze ich jetzt ein bisschen mehr den Fokus darauf, wie ich das ganze Matcha trinken und dieses Ritual, was für mich einfach an die Teezeremonie geknüpft ist, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann und auch so ein bisschen um die Auswirkungen, die das Matcha trinken auf meinen Alltag hat. Bei mir aktuell immer im Vergleich zum, ich habe vorher 3 Tassen grünen Tee am Tag getrunken. Das habe ich wirklich fast jeden Tag getan und daher kann ich nicht einen Vergleich machen zu, ich habe gar keinen Tein oder Kaffein-Intus. Erstmal muss ich sagen, dass das Ersetzen meiner 3 Tassen grünen Tee am Tag durch die eine Schale Matcha pro Tag gut geklappt hat. Okay, gerade wenn ich die verschiedenen Matcha-Sorten verglichen habe, habe ich natürlich auch mal mehr als eine Schale grünen Tee, eine Schale Matcha getrunken. Trotzdem im direkten Vergleich, ich habe an einem Tag 3 Tassen grünen Tee und ich habe an einem Tag Matcha getrunken, habe ich vom Energielevel her und von meinem Wachzustand und meiner Fokussiertheit erstmal keinen Unterschied gemerkt. Jedoch gibt es so ein paar Punkte, die mir dann schon aufgefallen sind, was da eben unterschiedlich ist. Erstmal ist es so, dass ich meine eine Schale Matcha einfach zu Hause trinke im Normalfall. Außer ich habe jetzt Teeschule und kann dort meine Schale Matcha trinken. Das bedeutet, entweder trinke ich sie gegen 7 Uhr morgens oder erst gegen 17 Uhr nachmittags. Anders ging es einfach nicht zu integrieren. Ich hatte keine Lust aus verschiedensten Gründen, meinen Matcha und meine Teeschale mit zur Arbeit zu nehmen. Vor allen Dingen größtenteils einfach, weil ich Angst hatte, dass mir meine Teeschalen kaputt gehen. Und das wollte ich jetzt wirklich nicht riskieren. Wenn ich meinen Matcha morgens vor der Arbeit getrunken habe, also gegen 7 Uhr, habe ich schon gemerkt, dass die Energie an sich für den ganzen Tag reicht. Und wie gesagt, dass es vom Energielevel her genauso ist, wie wenn ich 3 Tassen grünen Tee am Tag trinke. Wobei ich aber sagen muss, dass die 3 Tassen grünen Tee verteilt über den Tag, also eine vielleicht vormittags, eine gegen mittags, eine am Nachmittag, die ganze Energie, die man aus dem grünen Tee hat, ein bisschen über den Tag verteilen und strecken, sage ich mal. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Also die Schale Matcha boostet sehr am Morgen und klar reicht die Energie von einem Matcha über den ganzen Tag. Aber gegen Ende des Tages, ja, glaube ich, hat es einfach vom Dosieren des Teeins, der Energie, bei 3 Schalen grünen Tee besser für mich funktioniert. Wobei ich aber trotzdem sage, dass ich nicht müde bin am Abend, wenn ich morgens eine Schale Matcha getrunken habe. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, morgens dieses Matcha-Ritual in den Alltag einzubinden, hilft mir super, den Tag entspannt und vor allen Dingen mega entschleunigt zu starten. Wenn man sich diese 15 Minuten oder wie lange man sich auch dafür nehmen möchte, einfach mal nimmt und wirklich achtsam den Matcha zubereitet und trinkt und wirklich alles andere mal vergisst, dann ist es schon irgendwie ein ganz anderer Start in den Tag. Wenn ich den Matcha mal morgens einfach zeitlich nicht geschafft habe zu trinken oder aus diversen Gründen einfach es nicht getan habe, dann habe ich ihn halt meistens nachmittags nach der Arbeit getrunken. Manchmal habe ich es auch einfach gemacht, um auszuprobieren, wie der Unterschied ist. Und ich muss sagen, dass das für mich nicht so funktioniert. Also dann habe ich gegen 14 Uhr ein totales Loch, wo ich super müde bin. Klar ist es nicht so, dass ich einschlafe, aber ich merke einfach, dass es mir irgendwie fehlt. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen abhängig vom Teein, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach so, dass man das Gefühl hat, jetzt eine Tasse grüner Tee wäre ziemlich nice. Aber das mache ich halt jetzt aktuell nicht und ja, deswegen war das an manchen Tagen ein bisschen schwierig. Was aber besser ist als morgens, ist, dass ich mir so viel Zeit nachmittags nehmen kann, wie ich eben brauche. Also morgens schaue ich schon, oh, habe ich jetzt noch die Zeit und ja, mache ich halt jetzt noch. Ich habe die 15 Minuten und nachmittags ist halt so, ich mache es halt einfach und ich denke nicht darüber nach. Also meistens habe ich am Nachmittag genug Zeit, dass ich es nicht irgendwie, ja, mich beschränken muss, dass es nur 15 Minuten dauert oder sowas. Also da muss ich einfach nicht darüber nachdenken, ob es nur 15 Minuten dauert oder ob es vielleicht mal länger dauert. Und daher habe ich, ja, also nachmittags mehr die Ruhe im Ritual selbst, aber insgesamt
würde ich sagen, passt es für mich in meinen Alltag morgens einfach besser rein. Am Wochenende ist es so, dass ich es einfach gemacht habe, zeitlich, wann es am besten gepasst hat. Das war gerne mal vormittags, aber nicht zu einer spezifischen Zeit, sondern eben auch einfach irgendwann, wann es gepasst hat. Das war manchmal auch erst nachmittags um 15 Uhr, aber am Wochenende habe ich da einfach geschaut, hey, jetzt ist der Moment, wo ich die Zeit dafür habe, wo ich die Ruhe dafür habe und wo ich es wirklich genießen kann. Und mit den Matcha-Tests der Probierpackung habe ich das auch so gemacht, dass ich die immer am Wochenende gemacht habe, einfach um mir wirklich die Zeit nehmen zu können und wirklich ja, in die Sorten rein zu probieren. Ein anderer Punkt neben dem zeitlichen in den Alltag integrieren des Matcha-Rituals ist eben auch für mich der Ablauf des Rituals gewesen. Ich habe schon gesagt, dass ich mein Matcha-Ritual sehr an die Teezeremonie knüpfe. Das heißt, ich versuche, ein Ritual für mich zu finden, das mir einfach ja, die volle, wie sagt man, das volle Erlebnis gibt, das ich mit Matcha verbinde. Also, ich habe nicht viel eher mit dem Matcha-Trinken angefangen, als ich mit der Teezeremonie angefangen habe. Daher ist es, wie schon so oft gesagt, für mich wirklich miteinander verknüpft. Und daher versuche ich auch, wenn ich den Matcha in meinen Alltag integriere, das Ritual der Teezeremonie mit in meinen Alltag zu integrieren. Und das ist verdammt mal nicht einfach. Ich dachte am Anfang, okay, solange ich gekochtes heißes Wasser habe und ein Kensui, also ein Behälter für benutztes Wasser, sage ich mal, ist es an sich ja gar kein Problem, so ein alltägliches Ritual einzubauen oder durchzuführen eher. Doch ich habe dann gemerkt, also erstmal müsste ich ja meinen Matcha eigentlich sieben und normalerweise siebe ich halt meine ganze Packung und mache sie dann wieder in die Teedose. Aktuell ist aber so, dass ich ja halt die ganzen Probierpacken habe und die dann immer vorher extra sieben musste. Das heißt, da musste ich dran denken. Ansonsten habe ich gemerkt, dass der Matcha einfach nicht so, ja, geschmackvoll geworden ist ohne das Sieben. Das heißt, das Sieben musste ich irgendwie integrieren. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich mich sehr durch Social Media und durch das europäische Idealbild eines Matchas habe beeinflussen lassen. Und versucht habe, mein Matcha immer super schaumig zu schlagen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kommt mir das eigentlich nicht 100% richtig vor? Es kam mir nicht falsch vor oder so, es ist auch nicht falsch. Ich habe nur gemerkt, dass es für mich irgendwie eigentlich nicht 100% gestimmt hat. Das liegt daran, dass ich Omotesenke lerne. Was genau das heißt, dazu mache ich gerade ein Video, das verlinke ich euch an dieser Stelle hier auf der Seite. Jedenfalls lerne ich Omotesenke und in der Omotesenke-Teeschule, da schlägt man seinen Matcha einfach nicht schaumig, denn es wird gesagt, dass ein Matcha vom zu vielen Schlagen seinen Geschmack verlieren kann. Und ich habe jetzt wieder angefangen, meinen Matcha weniger zu schlagen. Und ich habe gemerkt, dass es für mich auf einmal viel besser vom Matcha-Ritual her passt. Dass es meine Teeschale oder mein Tee-Ritual einfach viel stimmiger für mich ist. Es ist ganz komisch, aber es sind so die kleinen, feinen Unterschiede bei sowas. Als nächstes ist mir aufgefallen, dass man ja eigentlich in der Teezeremonie zu einem Matcha immer eine Süßigkeit dazu isst. Und das habe ich auch die ganze Zeit nicht gemacht. Ich habe jetzt vorgestern das erste Mal eine Süßigkeit zum Tee dazu genommen und habe gemerkt, dass es auch wieder viel besser für mich passt. Das Problem ist aber, dass ich halt morgens eigentlich noch nicht direkt was Süßes essen möchte, weil da habe ich ja gerade mal gefrühstückt. Und dadurch ist auch wieder die Frage, das Tee-Ritual des Matchas morgens, ist es wirklich ideal für mich? Ich weiß es noch nicht. Und eine letzte Sache, die mir jetzt auch noch aufgefallen ist, die das Ganze in ein Absurdum bringt, das ich halt nicht selber lösen kann. Und zwar ist es so, in der Teezeremonie bereitet man seinen Matcha, den man trinkt, niemals selber zu. Es gibt einen sogenannten Gastgeber oder einen Zubereiter, sage ich mal, der bereitet den Tee zu. Dann gibt es Gäste und diese Gäste trinken den Tee. Das heißt, es gibt keine Teezeremonie im normalen Fall, wo man den Matcha, den man zubereitet, selber trinkt.
Und als mir das so richtig bewusst geworden ist am Freitagmorgen, habe ich gemerkt, warum mein Tee-Zeremonie-Ritual, mein Matcha-Ritual einfach nicht stimmig ist. So der letzte Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist immer noch nicht 100% stimmig und das ist der Grund. Ich bereite meinen Matcha selber zu. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied machen kann. Aber das ist auch was, was ich halt nicht ändern kann. Also, wie soll ich das sagen? Es ist nicht schlimm oder so. Also es ist okay, wenn ich meinen Matcha selber zubereite. Aber dadurch, dass ich es halt versuche, so nah wie möglich an der Teezeremonie zu orientieren, merke ich halt eben, wo denn doch die kleinen und feinen Unterschiede sind und was für ein Unterschied im Gefühl, in der Atmosphäre des ganzen Rituals, der ganzen Zeremonie, so ein kleiner Unterschied eben machen kann. Und das hat mich natürlich auch in meinen Teezeremonieübungen Schritte weitergebracht. Das werde ich jetzt sehen, wie weit mich das gebracht hat. Ich habe jetzt bald wieder Teeschule. Ich versuche jetzt über die letzten Tage noch so ein bisschen mein Ritual zu perfektionieren, so dass es halt für mich so stimmig ist, wie es nur sein kann. Und dann werde ich es euch am Ende dieses Videos einfach mal präsentieren. Das ist um Gottes Willen keine Teezeremonie, dazu kommen extra Videos online. Das Video hier ist wirklich mit dem anderen Video auch unabhängig von den Teezeremonie-Videos, die ich jetzt eigentlich auf meinem Kanal mache, auch wenn es sich um Matcha dreht. Es ist komplett unabhängig davon. Das ist mein Matcha-Ritual, was ich euch dann zeigen werde. Das ist keine Teezeremonie.
ein schaumiger geht noch, oder nicht? Hm. Wenn der Mund ist, dann geht nicht. Das ist perfekt, wenn du so einen Schuck hast. Oh. Perfekter Matcha. Es ist jetzt über eine Woche her, dass ich die Matcha-Challenge beendet habe. Ich habe gestern eine Schale Matcha getrunken. Davor ist es jetzt aber auch schon wieder über eine Woche her gewesen, denn der letzte Matcha davor war der letzte Matcha in der 30-Tage-Matcha-Challenge. Einer der Hauptgründe dafür war, dass einfach meine Matcha-Proben und jeglicher Matcha außer der DM-Matcha komplett leer waren. Und daher habe ich erstmal wieder angefangen mit grünem Tee, mein Energielevel oder mein Teingehalt ja, zu halten. Die Challenge hat mir auf jeden Fall sehr viel dabei geholfen, mein Matcha-Ritual für mich zu entwickeln und zu festigen und eben auch zu einem Ritual, ja, der Selbstliebe klingt immer so falsch, aber Self-Care, also das um sich selbst kümmern, das Zeit mit sich selber, für sich selber zu haben, dass ich mir diese Zeit mit dem Matcha-Ritual eben dafür nehme. Und daher bin ich super froh, dass ich diese Challenge gemacht habe, um einfach zu sehen, wie verhält sich der Matcha auch, wenn ich ihn zu bestimmten Tageszeiten trinke und eben auch auszuprobieren, wie kriege ich ihn in meinen Alltag integriert, um aber eben doch für mich zu merken, dass der Matcha für mich was Besonderes bleibt. Und ja, das heißt, ich werde mir schon Tage nehmen, wo ich mir Zeit für dieses Ritual einplane. Und das wird nicht nur am Wochenende sein, das wird auch in der Woche sein. Vielleicht auch mal nachmittags, wahrscheinlich eher morgens. Und daher finde ich es immer noch sehr cool, dass Flora diese Challenge ins Leben gerufen hat. Ich bin sehr froh, dass ich es durchgezogen habe und mitgemacht habe. Und ja, was Schlechtes ist nicht bei rumgekommen. Man lernt sich selber und vielleicht auch seinen Matcha Verhalten kennen? Kann man das so sagen? Boah, keine Ahnung, war schwer zu erklären. Aber was nochmal Rückblick zum ersten Video, ich habe auch gelernt, wie mir, also was für ein Matcha mir schmeckt und worauf ich Wert lege bei einem Matcha. Das finde ich auch cool, dass ich das mal so ein bisschen intensiver ausgetestet habe, weil ohne die Challenge hätte ich das wahrscheinlich nicht so schnell gemacht. Von daher vielen lieben Dank an die Flora für die Challenge. Vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr zugeguckt habt. Und lasst mich wissen, was ihr so haltet, ob ihr das auch mal machen würdet, wollt. Wenn ja, fangt einfach an. Keine Sorge, in letzter Zeit war das Thema Matcha und Teezeremonie sehr, sehr präsent. Teezeremonie wird noch ein bisschen so bleiben, aber es werden auch wieder andere Themen kommen. Es ist jetzt aktuell gerade irgendwie nur so alles zusammengekommen und dann war da so ein Fokus. Mich würde es auch mal interessieren, ob ihr das schlimm findet. Ich weiß, dass einiges von euch gut finden. Mich würde aber wirklich mal interessieren, ob es Leute da draußen gibt, die sagen, sorry, aber langsam wird es echt ein bisschen zu viel. Und wenn ja, dann lasst mir mal einen Themenvorschlag da, was ihr denn lieber sehen wollen würdet. Und dann habe ich es jetzt endlich geschafft und sage an der Stelle, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.